Und bei uns jetzt im Studio It-Boy Florian Wess. Florian, du hast jetzt schon für Schlagzeilen gesorgt. Der Zuckerbäckerball traditionell, jeder eigentlich mag ihn, dir hat aber nicht gefallen. Ich bin das erste Mal auf dem Zuckerbäckerball gewesen mit meinem Vater und ein paar Freunden zusammen. Wir haben uns auf das Event richtig gefreut. Wir haben also die Karten auch gekauft. Das ist ja pro Person über 100 Euro. Mhm. Wir haben 100 Euro pro Person ausgegeben, 700 insgesamt. Mhm. Haben uns einen wunderschönen Abend erwartet, den die Frau Sarat uns auch versprochen hat. Aber wir mussten feststellen, dass das nicht so ist. Ja? Wir haben dort uns nicht wohlgefühlt. Es war alles sehr stressig. Die Bedienungen, die uns bedient haben, die haben sich wirklich mit uns nicht ordentlich verhalten. Die haben uns von der Seite doof angemacht. Sie haben uns warmen Champagner verkauft in warmen Gläsern. Eine wässrige Kürbissuppe für den Preis. Also es ist wahnsinnig. Also sie haben uns nicht wohlgefühlt. Das war kein Fest der Gaumen. Und ich habe diese Kritik geübt an der Frau Sarate, weil sie ja die Schirmherrin ist, die Ballmutter. Und sie musste in meiner Verfassung nach alles kontrollieren. Und sie hat das irgendwie nicht gemacht in meinen Augen. Sie hat das dann abgetan. In der Krone stand drin, Florian Wess soll froh sein, dass er noch lebt. Als Ballmutter so eine Aussage zu treffen, mir das Leben abzusprechen, ist sie in meinen Augen nicht mehr tragbar. Eigentlich müsste sie sich bei mir entschuldigen, das hoffe ich, in ihrem Alter. Ich habe Respekt vor älteren Herrschaften eigentlich. Ich bin als Gast da hingekommen. Ich wurde dort nicht gut behandelt. Viele andere haben es auch gemerkt, dass die Suppe wässrig war. Aber es war eine Kritik, um das positiv zu verbessern im nächsten Jahr. Ich habe in Köln früher auch Events gemacht, haben wir auch Kritik abbekommen. Mhm. Und wir haben das umgesetzt. Im nächsten Jahr gab es diesen Fehler nicht mehr. Aber dann so zu sagen, ja, da muss der Wess sich dort beschweren und dort beschweren. Es war keine Kritik an der Ballmutter, sondern an den kleinen Sachen, die man verändern kann. Aber so zu reagieren, mir das Leben abzusprechen und zu sagen, Herr Wess soll froh sein, dass er lebt, das darf heutzutage nicht passieren in Zeiten von Terror und Not-Me-Bewegung und sowas. Das geht da nicht. Ne? Aber gegenüber dem Kurier hat sie zum Beispiel gesagt, sie hofft, dass du trotzdem wieder mit dabei bist. Ja, das hat sie im Kurier gesagt, mir hat sie es nicht gesagt. Sie kann mir es gerne persönlich sagen. Aber eigentlich ist es so, sie hat sich ja aufgeführt wie die Queen, wurde reingeführt mit zwei Jungs, hat dann sich wie die Queen feiern lassen. Und klar, wenn man da vorne sitzt und wird wie die Queen gefeiert, sieht man, dass hinten schief geht, kriegt man nicht mit. Vielleicht ist auch ihr Zenit abgelaufen, dass man mal einen neuen Schwung reinbringen muss, dass sie sagt, okay, ich ziehe meinen Hut, ich trete ab. Und wenn eine junge Person kommt, übernimmt den Ball, macht das Publik auch mal ein bisschen internationaler. Ja, neuer Wind, frische Jugend abtreten, Jugend ranlassen, warum nicht? Also findest du, sie hat sich mehr inszeniert, als wirklich darum zu schauen, dass alles passt und sich als Gastgeberin vielleicht da mehr einzusetzen? Ja, also ich bin auch öfters auf dem Opernball in Wien, auch in Dresden bin ich auf dem Semper-Opernball und die Veranstalter feiern sich dort nicht so selbst. Ja, die legen wirklich wohl auf das Wohl der Gäste und ja, also da gibt es einen Unterschied. Obwohl ich eins sagen muss, das Backhandwerk und das Kunstwerk des Backens, was ich dort gesehen habe, habe ich vorher noch nie gesehen, das ist echt einmalig und ich habe Respekt vor den Bäckern. Also für das Super. Ist der Ball ja eigentlich im Prinzip auch bekannt. Aber wie genau. Ich das richtig gehört habe, du forderst jetzt quasi, dass Birgit Sarate ihren Hut nimmt als Schirmherrin? Ich würde es super finden, wenn sie sich bei mir entschuldigt für die Aussage, dass ich froh sein soll, dass ich noch lebe. Das macht man nicht in der heutigen Zeit. Und ich sage, vielleicht ist die Zeit abgelaufen für sie und dass mal ein junger Wind reinkommt. Ein neues Team, richtig jung, warum nicht? Irgendwann kommt die Zeit. Meine Zeit ist auch irgendwann mal vorbei. Und dann sage ich auch, okay, ich gehe, bevor es peinlich wird. Und ihre Aussage war peinlich. Und nun sagst du, die Zeit auch der Bälle, kann man jetzt sagen, und jetzt steht auch demnächst der Opernball an. Bist du jetzt quasi schon abgeschreckt oder kommst du vielleicht auf die Idee, auch noch zum Opernball zu kommen? Ich liebe den Opernball, das ist ein besonderes Highlight. Das ist ja richtig Kult, Tradition über Jahrzehnte hinweg. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach den schockierenden Momenten auf dem Zuckerbäckerball haben wir das Beste draus gemacht. Wir waren eine richtig coole Truppe. Wir haben auch bei Instagram noch was gepostet, haben richtig den Abend noch genossen auf unsere Art. Wir haben uns nicht entmutigen lassen, wir haben Spaß gehabt. Ich meine, es waren ja nur ein paar Sachen, die ich kritisiert habe, die man umsetzen kann fürs nächste Mal, um besser zu werden. Und das ist ja kein Angriff an eine Person gewesen. So, und leider hat sie das nicht so wahrgenommen wie ich. Und ich finde es schade, dass eine Frau, ich weiß nicht, wie alt sie ist, 80, 90, dass sie dann so einen jungen Menschen wie mich auf diese Art kritisiert, würde ich niemals tun. Aber jetzt werfen dir bestimmt auch viele einen PR-Gag vor, dass du sie dort so attackierst. Also wir haben 700 Euro bezahlt. Für 700 Euro, das ist für manche eine Monatsmiete oder ein Urlaub, ein Jahresurlaub. Und wenn ich für ein Glas Champagner 19,95 Euro bezahle, für 0,1 Milliliter, dann kann ich erwarten als Gast, dass das Glas nicht warm aus der Spülmaschine kommt, sondern dass, wenn man sich das leistet, dass es kalt ist. Dann gibt es viele Leute, die sich so eine Karte vom Munde absparen und sich dann auch, denen es vielleicht nicht so gut geht wie mir, einmal das leisten und die dann so enttäuscht werden. Das darf nicht vorkommen, meiner Meinung nach. Und deswegen springe ich auch in die Bresche für die Leute, die vielleicht nicht den Mut haben, was zu sagen. Hier sehen wir jetzt auch das Posting von genau, dir. Richtig. Das heißt, eigentlich hattet ihr Spaß, ihr habt dann auch via Social Media quasi euren Followern. Da ist mein Vater dabei, Helmut Werner, und da waren noch zwei, drei andere Freunde, 7 Personen insgesamt. Wir hatten wirklich viel, viel Spaß.
Und wir haben es dann, also weil wir haben den Spaß uns nicht nehmen lassen, wir haben das Beste draus gemacht, warum sollte man denn enttäuscht sein? Es geht ja nur darum, wenn eine Kürbiscremesuppe versprochen wird, hört sich jetzt kleinkariert an, aber wenn es eine silvestrige Suppe ist, warum ist die Suppe denn verdünnt? Damit man mehr verkaufen kann, mehr Umsatz machen kann. Das ist nicht kundenorientiert. Ja? Der Kunde ist das Wichtigste und der Service ist wichtig. Und wenn man behandelt wird wie, naja, was soll man dazu sagen? Aber jetzt ist ja dieser Ball eigentlich laut einer Umfrage der beliebteste Ball in Wien. Hast du andere Gäste auch bemerkt, die damit unzufrieden waren? Oder war es jetzt in diesem Fall nur ihr? Ja, ich habe mit den anderen Gästen jetzt nicht nachgefragt. Ich habe mich insgemein für mich selbst, in mich selbst habe ich mich über mich selbst geärgert, dass ich das einfach dann nochmal nicht direkt vor Ort kundgetan habe. Ich hätte zu ihr gehen können, man kam ja nicht an die Frau Sarata ran. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ach, so eine Suppe im kleinen Kaffeetässchen, mit einem kleinen Brötchen dabei, das ist natürlich, das ist keine Suppe. Ja, das ist, ich finde es schade. Beim Opernball zum Beispiel, da weiß man genau, kann man uns bei Würstel kaufen, da kann man sich das kaufen, das kriegt man auch große Portionen, da weiß man, was man hat. Da war es ein bisschen undurchsichtig. Vielleicht hat sie ja auch die ganzen Catering-Sachen an Drittfirmen abgegeben, aber sie muss es kontrollieren als Ballmutter. Und ja. Also ich fände es super, wenn sie sich bei mir entschuldigt für den Sager, den sie gemacht hat. Ich soll froh sein, dass ich lebe. Und die ganzen Oberflächlichkeiten, das steht ihr nicht zu. Ich habe sie ja auch nicht beleidigt, was man natürlich von ihr nicht erwartet hätte, dass sie sowas tut. Es bleibt also weiterhin spannend. Vielleicht schafft man es ja euch beide, also Birgit Sarata und dich noch hier einmal bei uns zu Gast im Studio, gegeneinander zu haben und das quasi hier doch auch noch einmal ausgesprochen wird. Ich bin auch gerne bereit, sie zu unterstützen. Ich habe Ballerfahrung, wir haben in Köln auch viele Events gemacht. Ich kann sie gerne unterstützen. Vielleicht haben wir nächstes Jahr dadurch noch ein bisschen mehr besseren Drive.